Wir haben in einer Woche zwei Spiele verloren. Wir sind im Pokal ausgeschieden halt gegen Drittligisten. Das darf uns nicht passieren. Auch wenn es immer mal wieder vorkommt in den ersten Runden im DFB-Pokal, dass Mannschaften ausscheiden, die als Favoriten gelten. Das ist uns jetzt nach langer Zeit mal wieder passiert. Das ist sehr unglücklich. Und wenn man dann auch noch das Auftaktspiel in der Bundesliga verliert, dann ist es traditionell unruhig. Das ist auch klar, weil unser Anspruch natürlich ist, nicht innerhalb von einer Woche zweimal zu verlieren. Aber trotz alledem ist die Saison frisch und gerade am Anfang. Und von daher muss man und sollte man die Ruhe wahren und nicht alles auf die Spitze treiben. Gut, jetzt kommt natürlich der Top-Favorit auf die Meisterschaft am Wochenende. Da haben wir eh nichts nachdem, wie die Einschätzung jetzt ist, sowieso nichts zu verlieren halt. Und wir werden jetzt versuchen in der Woche, nachdem wir das Spiel analysiert haben am heutigen Tag, halt, werden wir natürlich versuchen, jetzt in den Trainingseinheiten zu versuchen, halt diese Fehler, die wir gemacht haben, versuchen zu minimieren. Halt. Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben in Hannover. Wir haben durch individuelle Fehler verloren und sind auf die Verliererstraße gekommen. Das müssen wir sehen, dass wir das ändern. Ja. Ja, wenn er Tennisspieler wäre oder Golfer oder Tischtennisspieler, dann wäre die Kritik berechtigt, wenn er nämlich einen Einzelsport betreiben würde. Er betreibt aber keinen Einzelsport, sondern Mannschaftssport. Und da ist es letztendlich so, dass jeder seinen Anteil daran hat, am Erfolg oder auch am Misserfolg. Kevin ist ein Teil der Mannschaft halt und natürlich ein Führungsspieler haben wir aber auch außer Kevin noch andere halt und im Prinzip ist jeder gefordert, seine Leistung zu bringen und dadurch, dass das jetzt, dass Kevin in der Kritik steht, das ist für uns auch nicht nachvollziehbar. Wir sind sehr, sehr froh, dass er bei uns ist und er wird auch wieder viele gute Spiele für uns machen. Kann ja nur ein Deutscher sein, also von daher gehe ich davon aus, dass, ich weiß gar nicht alles, wer von den Deutschen alles nominiert ist, aber Manuel hat sicherlich große Chancen, hätte es auch absolut verdient, wenn er gewählt werden würde.